würde gerne bei uns hier heute keine Glocken läuten mit einem kleinen Redebeitrag beginnen, euch erstmal begrüßen und Danke sagen, dass ihr trotz der einen Pause, die wir jetzt zu Ostern hatten, doch wieder zahlreich erschienen seid. Ich habe das Gefühl, dass einige dann doch in den Garten sind heute und lieber Unkraut jeden, aber sei es drum, der harte Kern ist wie immer hier. Liebe Freunde, Montagsfamilie, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich habe den Eindruck, der Wind dreht sich gerade. Und mit dem Wind drehen sich natürlich auch wieder die Fähnchen in den Wind. Und so darf man jetzt mittlerweile ein Manifest der Journalisten von ARD und ZDF, also sprich von den Öffentlich-Rechtlichen, vernehmen, die da heute und gestern schon geschrieben haben. Ich lese das hier nicht vor, das ist unendlich lang. Ich habe es versucht, aber das würde quälend sein. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD und ZDF und Deutschlandradio sowie alle weiteren Unterzeichnenden schätzen einen starken, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie. Die gesellschaftliche Kommunikation und Kultur. Wir sind von seinen in Medien, Staatsvertrag festgelegten Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides aber sehen wir in Gefahr. Schön, dass Sie das schon mitkriegen. Das ist irre. Also besser spät als nie, sage ich mal. Wo waren Sie, als diese ganze Corona-Lügerei losging? Wo waren Sie, als es im Krieg in der Ukraine losging, wo Sie noch vor 8 Jahren real darüber berichtet haben, wie die Dinge sich erklären insgesamt? Da waren Sie ganz still und leise und haben den Kriegstreibern, wie Sie da heute noch in der Politik sitzen, schön in die Karten gespielt. Und jetzt wollen Sie, weil Sie, glaube ich, gut erkennen, dass bei den nächsten Wahlen, und das ist jetzt schon in diesem Sommer bei den Europawahlen, dass Ihnen da mächtig die Düse geht. Und natürlich dann unter Umständen auch Ihre tollen Riesenbezüge dann nicht mehr da sind. Ne? Also wenn es so kommt, oder wenn die Wahlversprechen nur zum Teil eingehalten werden, dann werden solche Dinge bestimmt, und ich hoffe es natürlich, aufgekündigt und die Öffentlich-Rechtlichen dann auch in ihren, ja, wie soll ich sagen, mit ihren wahnsinnigen Gehältern, da müssen sie halt nochmal neu verhandeln. Das soll mich aber nicht interessieren. Also, das war für heute erstmal von mir genug. Ich hoffe, dass die Leute auch erkennen, dass das jetzt auch nur ein in den Wind gedrehe ist, und ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt dann die, oder ihr habt ja mitgekriegt, dass die diese Corona-Protokolle, die jetzt veröffentlicht wurden, zum Teil noch stark geschwärzt waren. Jetzt will man hergehen und will die ganzen Schwärzungen zurücknehmen, um dass man dort immer mehr erkennen kann. Ich kann mir vorstellen, das wird wieder im Stillen und im Verborgenen ablaufen. Wir werden davon wieder nichts mitkriegen, und wenn, dann nur leicht am Rande oder nur wir hier auf dem Markt, und der Rest wird sagen, ja, es ist doch jetzt sowieso vorbei, jetzt lass doch das mal. Ich bin für eine absolute lückenlose Aufklärung. Die gehören alle ins Gefängnis, denen gehört allen der Prozess gemacht. Und wie es unser lieber Steinle schon gesagt hat, dann dürfen Sie auch gerne mit goldenen Handschellen abgeführt werden. Danke.